So, ich habe mich entschieden und zwar geht es nach Neulize-Görige. Neulize-Görige. Ja, das habe ich in einem Reisebericht gelesen. Wäre ein sehr schöner Ort mit ganz vielen Fachwerkhäusern und ja, wäre sehr idyllisch. Von dort aus habe ich mir auch schon einen Stellplatz ausgeschaut, mal gucken oder angeschaut. Cut. Von dort aus geht es dann weiter zu irgendeinem Stellplatz. Ich habe jetzt zwei im Visier, weiß noch nicht genau welche, aber das sehe ich dann nachher, wenn ich dann erstmal in dem Ort bin. Also fahren wir jetzt erstmal los. Jetzt habe ich gerade noch mal entsorgt. Nochmal hier. Da habe ich gleich das, ja, das Abwasser. Das mache ich immer gerne sofort raus, weil das sehr schnell anfängt zu muffeln. Und deswegen mache ich das immer sehr gerne gleich weg. Und das habe ich jetzt noch gemacht und den Müll entsorgt. Und jetzt geht's los. So, jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich hier ein Stück wegkomme und Empfang bekomme, weil Google findet gerade keine Route. Also muss ich erst mal gucken, was ich irgendwo Empfang kriege. So, jetzt habe ich hier mit einem ganz netten älteren Herrn gesprochen. Der konnte mir aber leider auch nicht weiterhelfen. Ich habe im Moment gar kein Handyempfang. Und der sagte aber, wenn ich hier geradeaus weiterfahre, ist die Welt zu Ende. Und hier ist es, Tatsache, guckt. Und da habe ich gedacht, hier fahre ich jetzt mal lang und guck mir das mal an. Ja, hier gibt es dann nur noch. Oh, hier kann ich gar nicht drehen, sehe ich gerade. So, hier fahre ich jetzt einfach mal rein und drehe mal. Bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder Handyempfang habe. Hilfe, hier ist gar nichts. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Hier ist jetzt Neuzelle. Jetzt muss ich direkt mal gucken, ob ich an das Kloster komme, weil das ist ein traumhaftes Kloster. Wir waren da schon mal und es ist wirklich sehr schön. Rechts abbiegen auf Frankfurt. So, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache mal einen kleinen Abstecher hier, mal gucken, ob ich hier irgendwo parken kann. Mal gucken, ob das Kloster offen ist, weil das ist so schön. Dann zeige ich euch das mal. Ja, das wird wohl zu eng hier. Schade. Ah, doch, hier hinten vielleicht. Ja, hier habe ich doch Glück. Thank you.
schaut doch mal, wie schön ich eingeparkt habe. Ich habe mich nochmal umgestellt. Habe ich hingekriegt. Mensch, bin ich bald ein bisschen stolz auf mich, weil es ist nämlich gut so, weil hier stehen jetzt nämlich Autos und hätte ich vorhin anders gestanden, nach hinten, ich wäre hier nicht mal rausgekommen. Und deswegen habe ich mich nochmal umgestellt und ja, bin ich auch ganz froh. Kann ich jetzt weiterfahren. Eigentlich wollte ich ja gar nicht nach Lebus heute, sondern ich wollte eigentlich noch ein Stück weiterfahren, aber ja, weiß auch nicht. Ich habe dann irgendwie, dadurch, dass ich noch in Neuzelle war und dann auf dem Weg hierher stand dann dran Richtung Lebus, dachte ich, ach nee, das nimmst du jetzt mit, da fährst du jetzt hin. Und ich habe Glück, ja, weil ja das Restaurant offen hat und da werde ich nachher eben auch essen gehen. Das ist nämlich wirklich bekannt für gute Küche, vor allen Dingen Fisch. Und dann werde ich nachher eine Kleinigkeit essen gehen. Das habe ich mir vorgenommen. Deswegen machen wir jetzt nochmal einen schönen Spaziergang mit dem jungen Mann hier. Und dann geht's chap chap machen. I've been chasing you like the tail of a dog. I don't get no sleep when we kiss in the dark like we do. I just love the way it feels. Yeah, I know it's bad, but I can't resist. When I look in your eyes, I don't know what is real. All I know is that I could go anywhere, anywhere, as long as you're with me. Oh, I'm drunk and I know it, but I got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm of it. Yeah, cause no one knows if we're just jumping out the window, try to cling on to it. You got me holding on to something I know I can't write me down, but I don't care about it. Cause I got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm of it. Da haben wir doch ein schönes Plätzchen hier, wa? Direkt an der Oder. Schön. Ist zwar jetzt der Zaun davor, lässt sich halt nicht ändern, aber trotzdem schön. Und noch ein bisschen Schattenplatz hier. Für den Hundi. Herrlich. So schön. So, jetzt kriegt Hundi Chap Chap und Frauchen auch. Ich gehe dann nämlich da rüber.